Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Tageshoroskop, 31.01.2021. Natürlich können wir den Jupiter auch als Demonstrationszüge sehen, aber auch hier wäre denen jetzt nicht das allergrößte Glück beschieden, auch wenn hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, in der Kombination der Gestirnseinflüsse, also hier unter Mars-Uranus schaue ich nach wegen der Halbsumme und dann schaue ich hier unter Jupiter nach und hier steht richtiges Erfassen der Lage und rechtzeitiges Handeln, Erfolge im Wettkampf, Glück in außergewöhnlichen Handlungen, Glück bei Verletzungen, Unfällen, Operationen. Ja. Also wie gesagt, das gilt natürlich auch für die Behörden. Ja. Also wir dürfen das nicht vergessen. Und wo sind die kleinen Beamten, die Polizeikräfte vor Ort? Das ist das sechste Haus. Das heißt, hier haben wir Herrscher von 6 in 7. Das heißt, sie sind in der Außenwelt, aber interessant. Sie sind in der Jungfrau, die ja sehr pflichtbewusst ist, eingeschlossen. Also ich würde sagen, hier werden sich, so wie es da steht, ja, ich müsste jetzt eine konkrete Zeit haben, aber was hier einmal steht, wenn ich es in Zusammenhang mit Demonstrationen sehe, dann würden sich die Beamten passiv verhalten. Also es ist eine interessante Information. Was für uns auch interessant ist, auch wenn es nicht so angenehm ist, wir haben Spitze viertes Haus in den Zwillingen, ja, der nördliche Mondknoten steht auf unserer Seite, das heißt, bei uns ist eine positive Entwicklung zu sehen. Gut, Merkur ist auch der eingeschlossene Herrscher des siebten Hauses, aber die Bevölkerung steht als Merkur im Wassermann rückläufig. Und das, meine ich, ist halt eben das Problem. Die Rückläufigkeit bedeutet eine starke Schwächung der Bevölkerung, aber positiv gesehen bleibt ja noch der Merkur im Wassermann. Das heißt, es hat so den Anschein, als würde sich die Bevölkerung noch einmal gut informieren, weil eben Rückläufigkeit heißt, ich muss noch mal zurückgehen, ich muss noch mal was überprüfen, ich muss noch einmal was nachholen, nachlernen. Ja? Also hier im Wassermann, was ja dann wieder positiv ist, dürfte sich die Bevölkerung genauer informieren und sie wird auf große Dinge draufkommen und davon möchte ich euch im letzten Teil ein bisschen was erzählen. Wir haben Herrscher von 2, den Mars im zweiten Haus, im Stier, im Quadrat zum Staat und zu dessen Institutionen. Und es schaut so aus, dass das Finanzsystem, die unvorstellbare Verschuldungspolitik, ja, welche die Staaten ja seit Jahrzehnten, ich würde sagen seit 1972, 73, ja, seit der Ölkrise und natürlich auch im Zusammenhang mit 1971, im August war das, keine Ahnung, 21. August, ich weiß es nicht, als Präsident Nixon den Goldstandard abgeschafft hat und seit damals sind die Währungen de facto wertfrei, also Vereinbarungssache. Und es geht nicht mehr. Das Finanzsystem kann diese unvorstellbare Verschwendungsorgie nicht mehr finanzieren. Und wie wir gestern schon gehört haben, die deutschen Bundesländer haben einen satten Verlust von 42 Milliarden Euro eingefahren. Ja? Das heißt, hier bricht jetzt der ganze Zirkus in sich zusammen. Letztes Wort noch. Oder na, das sagen wir beim vierten Teil. Ende.